Mann, ist das spannend hier in Subnautica. Und es ist auch toll zu sehen, dass ihr in den Kommentaren genauso viel Spaß habt. Mit dem Let's Play wie ich offensichtlich. So. Erstmal durchatmen, die Tauchflasche aufladen. Und wir nehmen hier das Pfadfinderwerkzeug in die Hand. Was ist das? Ja, das habe ich noch nie benutzt. Das werden wir gleich mal feststellen, wie es funktioniert. Weil da unten ist es nämlich ganz schön kniffelig. Ich glaube, ich schmeiße ein bisschen Titan raus, falls ich irgendwas mitnehmen möchte unterwegs. Damit das auf jeden Fall reinpasst. Will ich nicht so viel Zeit haben. Okay, dann tauchen wir jetzt unter und benutzen das Pfadfinderwerkzeug. Uff, vielleicht ein Riffrücken. Da sind ja auch irgendwelche Ressourcen drauf. Das ist auch total spannend. Wo war jetzt der Eingang hier? Kann ich auch irgendwas scannen? Keine Zeit für Batterielauschen. Das kenne ich doch schon. Mann, biete mir doch nicht so einen Käse an. Da liegt übrigens gerade ein PDA. Integrating new PDA data. Ja, ich muss beim ersten Mal nicht so viel Gas geben. Ich scanne jetzt einfach weg hier den Shit. Warte. Kommen wir auch nochmal wieder. So, machen wir uns jetzt mal hier ein. So, wie ist jetzt genau? Wie viele Wegmarken kann ich denn setzen? Anders vorgestellt. Das ist schon die Orientierung verloren. Ich weiß nicht, wie ich letztes Mal hier heil wieder rausgekommen bin, ehrlich gesagt. Dann immer zum davor. Okay, sehr interessant. So, hier gibt es keine Abzweigung, was wir nicht so viel verkehrt machen. Schauen wir uns mal in Ruhe hier um, wenn ich noch irgendwas übersehen habe. 30 Sekunden. Das haben wir ja schon gemacht. Ist auch ein bisschen, dass man sich um die eigene Achse ständig dreht. Okay, also da geht's raus. Was Wichtiges übersehen. Weil diese Batterie wieder mir andrehen. Der Laserschneider, das haben wir doch alles. Das ist echt ein Scheißfrack. Jetzt mal hier wieder raus schon, weil man ist ein bisschen langsam unterwegs. Ein bisschen erinnert mich ein bisschen an Descent, wer das noch kennt, auch ganz tolles Game, aber das war auch ein bisschen tricky zu navigieren im dreidimensionalen Raum. Das ist eine der echten 3D-Games mal. Mal ein bisschen Gas geben für die ersten Sequenz, für die ersten Abschnitte. Eine Achse drehen. Man sieht damit auch schlechter. So, wir müssen jetzt hier weiter. Oben, unten, hier, oder? Ja. So, da geht's nicht weiter. Das ist so ein bisschen, wir haben schon ein bisschen anders hier.
schauen, dass wir irgendwelche Sachen vielleicht mit scannen und checken, wenn wir gleich schon hier sind. Weil ich bin nicht ganz sicher, ob ich hier schon war. Wie viel Wasser findet? Da findet man immer so viel Wasser. Was soll denn das? So, da geht's raus. Ich habe von außen schon mal gesehen, diesen Teil hier. Da muss was irgendwas Spannendes hier sein. Modifizierung, oh. Davon brauchen wir drei, oder? Und eins habe ich bisher. Das ist sehr wichtig. Schubkanone haben wir schon. Wahrscheinlich war es das dann hier. Ja, das sieht hier sackgassig aus. Aber für die Modifizierungsstation war es das auf jeden Fall wert. Wir sehen, dass ich nichts liegen lasse, weil ich will nicht nochmal wiederkommen. Oxygen. Ja, natürlich, was auch sonst. Oh, PDA. Denn den PDAs habe ich noch gar nicht gelesen, weil wir so. New PDA Data. Weil so viele Sachen hier passieren. Ich gar nicht dazu komme, bisher die PDAs zu lesen. So, das haben wir alles gemacht, das haben wir alles gemacht. Da geht's raus. Das nochmal kurz checken. Und Booster, okay. Jetzt habe ich nicht mehr so viel Zeit. Raus hier. Nicht hier festhängen. Die Orientierung richtig. Stopp, stopp da. Mann, Mann. Fuck. Ich bin irgendwie falsch. Nein, 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 ich will nicht. 30 seconds. Okay. Das muss doch nicht immer so spannend sein. Es ist überhaupt kein Grund für. Es ist überhaupt nicht Not. Okay. Ach, ein Poster. Was? Natural Selection 2. Haben die das Spiel auch gemacht, oder was? Auch gerade dunkel. Das sieht so schön aus, die Abendsonne im Wasser. Das ist der Wahnsinn. Und die Frage ist jetzt. Wo ist dieses Loch im Boden? Jetzt habe ich auch auf dem Rückweg nicht die Markierung gelöscht, weil ich keine Zeit dafür hatte. Keine Ahnung, wo es jetzt hier in den Untergrund ging. Hier. Die Karte ist manchmal ein bisschen im Blickfeld, leider. Natürlich einfach nochmal zurück zur Boje und also über den ersten Eingang. LivePod 17 hatten wir doch schon, oder? Da war ich ja ursprünglich mal hier. Mal gucken, was ich gesehen hatte. Den hatten wir schon. Stockdunkel ist es. Ja, sieht's aus. Ist es aber nur so ein kleines Loch oder geht's da wirklich dann eigentlich dann nach unten? 30 seconds.
Ah ne, da geht's dahin. Okay. Die Geräusche. Puh. Es ist unfassbar, was das Spiel für eine Atmosphäre hat. Wie man richtig fühlen kann, wenn man keine Luft mehr bekommt. Wenn man sich am Wasser fühlt, tagsüber, nachts, hier ist ganz unterschiedliche Sachen. Es ist so geil. Es gibt keine anderen Worte dafür. Es ist eins der besten Spiele aller Zeiten, ohne Wenn und Aber. Es ist so unfassbar gut. Hammer. Wo ist jetzt hier? Es ist doch kein Durchgang hier zu der Höhle. Nur so eine kleine, hat das sei auch nur so aus, der ist nur so eine kleine. Deswegen war ich da nicht ganz sicher, aber. Da ist ein Stein. Ist das nur so ein. Ach, da hinten ist das. Ah, guck, da ist es. In die Richtung. Okay. Gucken wir uns mal ganz kurz hier um, ob hier auch was Interessantes in der Höhle ist. Kreaturenei. Ist auch nicht so wirklich gebraucht. Ich nehme das mal mit. Dann habe ich es. Sieht aus wie eins, was ich noch nicht kenne. So, da ist das. Hier. Jawohl. Okay. Das Energie sparen. Ein unbekanntes Ei. So, los geht's. Nicht hilft, auch nur begrenzt. Dann sind wir zurück, Baby. So, wir müssen uns ein bisschen orientieren. Die Seemotte ist da. Wir sind die Seemotte ist Richtung Südosten, 280 Meter. Bin ich hier, aber ich will mich auch nicht rauskommen, oder doch? Schiefer. Schiefer ist was anderes, als ich bis jetzt hatte, oder? Kanette. Oh, Magnetit. Ah! Kann ich auch so finden. Ja, nice. Was brauchen wir dringend? So, wir schmeißen ein bisschen Titan raus, weil das kriegt man hinterhergeschmissen. Ja. Das war jetzt vielleicht nicht ganz so klug, das Magnetit unter dem Titan zu begraben. Okay, Magnetit. Was brauchen wir? Ja, ich war vorhin so gestresst, als ich unterwegs war, dass ich keine Zeit hatte, irgendwie den Boden mal zu scannen. Man kann sich aber nur auf eine Sache zur Zeit konzentrieren. Letztes Mal ging es erstmal ums Erkunden und ums Überleben. Ich bin ja letztes Mal ganz woanders rausgekommen. Was soll denn das? Nicht wie ich jetzt hier gerade. Naja, ist ja wurscht. Das sind die großen. 30 Sekunden. Kann ich jetzt dies hier oder war es eben der Fisch? Hm, noch was? Oxygen. Ich flackere das so kurz auf. So viel Magnetit. Ups, ah, nicht zu langsam mal. So. Groß. Da haben wir die Seemotte. Okay, ich dachte schon, muss man die Seemotte hin. Das war das Wrack, was wir zum ersten Mal besucht haben. Ich habe ein bisschen Orientierung jetzt gerade verloren, ehrlich gesagt. 165 Meter. Guck mal, irgendwie ist das ein bisschen. Ich habe die Zeit gerade verschätzt.
Nee. So, Nordwest gehen wir gleich mal wieder zurück. Welcome aboard, Captain. Moin. So, jetzt will ich erstmal wieder zurück zu dem Gebäude und noch einmal checken, ob ich da wirklich nichts übersehen habe. Das war jetzt. Ist das eine andere Unterwasser? Schon genau die ich schon fünfmal besucht habe, oder? Nee, ist noch ein bisschen, vielleicht doch nicht. Ich habe so viel PDA-Daten, muss die dringend mal lesen. Aber ich. Da muss ich irgendwie auch mal ein bisschen die Muße und Ruhe dazu haben. Ja, das wollte ich suchen. Das ist auch was, nee, ist was anderes. Oder? Nee, hier war ich schon ganz offensichtlich. Mal gucken, dass wir nichts übersehen haben hier. Sieht mal gut aus. Okay. Inventar. Ah! Hacker. Hier noch so ist. So Magnetit, wie auch immer das abgebaut wird. Sortierung. Wo ist denn mein Krimskramster? Aber auch spannend. Nur ein bisschen Luft auf dem Austriebskörper eigentlich rauslecken können. Mal kurz einen Snack zwischendurch. So, langsam habe ich aber das Gefühl, ich habe fast die gesamte Höhle erkundet jetzt hier. Das nochmal an. Das hast du schon gesehen hier. Richtung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube schon.
hinten möchte ich nochmal in diesen. Also wenn ich hier hängen bleiben, das will ich nicht. Was haben wir, glaube ich, alles schon? Auch diese. Schon ein bisschen interessant, was da noch irgendwie unten ist. Das hier lang. Ja, genau, okay. Oh, was ist das denn hier? Fucking Sandhai. Ja, nur da durchschwimmen. Mann, Mann, Mann. Mich nur mal hier umschauen. Okay, ist das ges... Welche seltenen Gesteine hier? Schauen, wie es gerade hier sind. Aber auch nichts. Ich schwimme nicht in diesen Scheiß da rein. Ich fühle mich da nicht ausreichend geschützt. Ich hätte gerne noch ein bisschen mal Diamanten gefunden oder so. Zu Ende. Ich kann noch mal nicht am Boot. Oh, oh, okay, schnell. Okay, ich habe nicht mehr viel Energie. Vielleicht auch einfach mal Zeit, jetzt hier sich zu verabschieden. Die Lampe aus. Ich glaube, ich habe keine Energiezellen mehr. 8%. Es wird langsam wirklich alles knapp hier. Wir könnten ja auch mal zurück ein paar Sachen bauen, obwohl ich nämlich die Modifizierungsstation baue, das ist ein bisschen ärgert. Okay, muss mal gerade gucken. Batterien sind alle. Energiezelle. Kommt denn in das Ding? Kommen nur Batterien, ne? Energiezellen habe ich noch genug für den. Da brauche ich auch nicht so viel für das, für die Seemotte. Sonst sagen wir halt Danke an dieser Stelle. Ich habe eine Menge Sachen und dann gucken wir mal, was wir damit machen können. Mit Magnetit kann ich zumindest den Scannerraum upgraden. Wir haben auch noch die Boje hier, falls jemand zurückkommen möchte. Wir haben so viele neue Informationen. Wir haben Sprungsprüche, wir haben PDAs und andere Sachen gefunden. Irgendwelche Datenlogs, Übertragungen. Wir haben so viel Zeug gefunden. So, wir fahren mal nach Hause. Das habe ich, glaube ich, ausgestellt gehabt. Das Inventar auch ein bisschen ausleeren. Alien-Eye. Mir hat man zu Recht in die Kommentare geschrieben, wir sind die Aliens hier. Das stimmt natürlich. Natürlich zwei Aliens auf dem Planeten, uns und die anderen, diese Techno-Räume gebaut haben und die Waffe. Die anderen, die Wasserlebewesen, sind natürlich hier nicht die Aliens, eigentlich. Das ist schon richtig. So. Jetzt gucken wir mal der Reihe nach ein bisschen. Weißt du, wo wir das machen? Wir setzen uns mal hier oben auf die Rettungsboje. Das ist mir ganz entspannt. So, der Reihe nach mal.
Baupläne. Haben wir irgendwas komplett Neues? Das Stasi-Gewehr ist neu. Computerchips und Titan. Modifizierungsstation, Thermalklinge, die haben wir so schon mal gefunden. Modifizierungsstation können wir noch nicht bauen. Scannerraum Sichtfeld. Scannerraum Reichweite. Zyklop. Sind wir noch auf dem Weg. Tauchdock. Wir können den Mehrzweckraum bauen. Den möchte ich auch mal bauen jetzt hier. Große Glaskuppel auch für die Aussicht. Sehr schön. Observatorium auch. Großer Raum. Wärmekraftwerk, Wasserfilter, wandelt Meerwasser in Wasser und Salz um. Das ist auch ganz praktisch, wenn ich so eine Maschine einmal habe. Aerogier, das habe ich noch nie gesehen. Bioreaktor, Kernreaktor, Lebensform, Medikit, Fabrikator, Wandspind, Spind, Ladestation, Energiezentralstation, fehlt uns eins. Modifizierungsstation fehlt uns auch noch eins. Eine Bank können wir bauen. Und das ist alles anscheinend optische Verfeinerung für die Basis. So, wir brauchen die Computerchips. Tun wir mal ein bisschen Titan. Das brauche ich für mehrere Sachen. Wahrscheinlich auch für die Chips, könnte ich mir vorstellen. Kupfer werden wir gleich sehen. So, gehen wir mal rein hier. Kupfer braucht man sogar für das eine schon. Mist, ja. Das bringt auch schon wieder, aber ich will jetzt nicht neu Nacht wieder abknüpfen. Ich habe so viele auf Halde noch. So, wie baue ich jetzt so ein Computerchip? Gold, Kupferdraht. Tischkraut ist kein Problem. Kupferdraht könnte ein bisschen ein Problem sein, weil wir ewig schon kein Kupfer mehr haben. Also wir brauchen Kupfer, Kupfer, Kupfer. Wir brauchen relativ viel Kupfer. Und viel Titan, um das Ding zu bauen. Okay. Hier haben wir eine Menge Titan drin. Wir trinken mal kurz was. Auch ganz schön ausgegangen im Verlauf. So, wir laden mal ein paar Sachen in die Basis. Wird sich Nacht geworden. Und werden auch ein paar Sachen einstecken wieder. Welcome aboard, Captain. Danke. Ja, Kupfer haben wir. Ich glaube, Kupfer ist nämlich echt aus. Witzigerweise. Das Kreaturenei kommt hier rein, das Booster kommt hier rein. Wie viel Magnetit brauchen wir für verschiedene Sachen? 1, 2, 3, 4, nicht so wahnsinnig viel. 1, 2, 3, 4. Können wir die Batterien mal aufladen? Sogar parallel geladen. Das ist praktisch. Irgendwas wollte ich auch gerade auch noch machen. Schon wieder vergessen. Lithium, weiß ich jetzt gar nicht, wofür ich das brauche. Kupfer, blödes Kupfer. Vor allem hier in der Umgebung ist alles weg. Muss auch eine Recycle-Station gehen, dass man ein paar Sachen wieder rausholen kann. Weil ich habe ein paar Geräte, die ich nicht mehr brauche. Da haben wir aber Kupferdraht, das ist mal ganz gut. Immerhin.
Tischkorallenprobe. Okay. Haben wir hier Gold? Nein, Röhrenkoralle. Tischkoralle sind die hier, ne? Zwei davon. Das Stasi-Gewehr braucht man noch. Eine Batterie. Noch eine leere nehmen. Kupfererz brauchen wir dafür. Und dafür brauchen wir Titan. Konstruktionswerkzeug. Ja, bei Tag aufbauen. So eine Batterie. Ich baue mir gleich noch eine Batterie, glaube ich. Und ich brauche echt dringend Kupfer nochmal. Ich habe das mal vorher gewusst. Was kann ich hier? Ist eine Reichweitenmodul bauen. Sichtfeld. An die Sichtfeld. Na ja, genau, das klingt doch mal super. Gucken, wie das funktioniert. Das will ich gerne haben. So. Das bauen wir jetzt mal hier ein. Ist nicht im Inventar gelandet. Das ist jetzt in meinem... Ah, da ist es. Ah, es muss gar nicht... Und wie funktioniert das jetzt? Also muss ich dann hier irgendwie noch eine Erweiterung dafür bauen? Ich habe das gebaut einmal. Und das habe ich jetzt anscheinend bei mir drin. Okay. Und wie funktioniert das jetzt? Warum weiß ich hier nicht nach Magnetit suchen? Das kenne ich doch inzwischen. Sehe ich das jetzt dann? Überlebensausrüstung, ergänzende Technik, Schutzanzug, Baupläne. Den Ladestand, was ganz cool ist. Ich mal raus. Wie sehe ich den jetzt? Sehe ich das dann hier drauf? Oder. Mein Brudi! Was ist denn hier? Alles gut. Keiner tut hier was. Ich werde da nicht einen ausmachen. Kann ich was in der Nähe scannen? X. Scannen wir mal Sandsteinbrocken. So, hier bei Kamera 2 ist ein Sandsteinbrocken. So, Kamera 2 ist anscheinend auch gleich ums Eck. Ist auch noch gleich hier. Ist das denn auch von der Ausrichtung? Praktisch ist es hier Richtung Nordosten. Wo ist denn Kamera 2, wenn ich ihn nochmal anmache? Signalboje, Kamera 2.
wo ist denn Kamera 2 zum Beispiel? Seemotte, Links, Mutte die Gazi-Basis. Oh, jetzt wird doch irgendwas okay, jetzt wird das angezeigt. Okay. Okay, es geht doch. Eine Batterie mitgenommen. Oh mein Gott. Ah, practical. Sieht ein bisschen weird aus, weil es irgendwie so ein quadratisches Anzeige anscheinend hat. Natürlich finden wir keinen Kupfer, wenn wir es mal suchen. Geht echt nicht mehr viel Sandstein trocken in der Nähe, ne? Alles weggearbeitet. Nicht gerade immer mehr. So. Also richtig hilfreich, das ist. Das, naja. Mann, Brudi, bin ich auch noch. Fick dich weg. Nee, eigentlich mit der Schubkanone dann wegballern. Wie funktioniert denn das Ding eigentlich? Weggreifen. Er ist abgehauen, ja. Was ist jetzt davon? Kann sich Sachen greifen und dann schleudern mit rechten. Huh. Interesting. Kalkstein, war es vielleicht bei Kalkstein? Ich weiß auch nicht, was wo ist. Was ich mal machen wollte, ist folgendes. Muss ich eine Batterie nur rausnehmen, ne? Ich habe eine Batterie dabei. Ich kann mir trotzdem entnehmen, wenn ich die nachher verbauen und oder aufladen. Das war Kupfer, oder? Und hier ist natürlich Gold. Fucking Sandstein ist Gold. Oxygen. Brauche ich den Schieferstein-Shit oder wie? Ja, war Sandstein Gold und Blei oder wie? Kalkstein, so rum. Der lebt sogar noch. Fallen lassen. Vital signs stabilizing. Den krieg ich anscheinend nicht raus. Nicht tot. So. Wir haben ein bisschen Kupfer gefunden, wenn auch nicht besonders viel. Noch nicht mit Hilfe des Scanner raus, weil ich die falschen Sachen gesucht habe. Da ist noch ein Kalkstein. Titan, ich finde natürlich fucking Titan, weißt du, wenn kein Schwein. Ja, Sandstein gibt es hier ein bisschen. Okay. Gibt es bestimmt noch Kalkstein. Ich habe die andere Flasche nicht aufgeladen.
doch nicht richtig. Au. Dann habe ich jetzt weggeschleudert. Den anderen, was ich eigentlich aufheben wollte. Alter Brudi, hast du mich jetzt hier fast aus dem Leben geschossen oder wie? Ich wollte den graben und habe auch diesen Sandstein. Ich bin es leicht. Das ist aber immer so bei solchen Spielen, bei allen Spielen. Wenn du manchmal wieder so gegen Billo-Gegner was machen musst oder im Startgebiet was farmen und da dann von den Arschgegnern genervt wirst, da ist man so empfindlich für. Gegen schwere Gegner irgendwie ein bisschen strugglen, alles fein. Und am Anfang halt gegen die hier sich mit denen auseinandersetzen. Aber wenn ich eigentlich nur hier ein bisschen Kupfer finden möchte und mich mit den Spinnern rumschlagen muss, krieg ich einen Hals. Das ist ein bisschen vollgeballert. Okay. Man müsste das im HUD irgendwie auch einen ausschalten können, weil... Natürlich den Chip rausnehmen, ist ja auch nicht ganz Sinn der Sache. Das ist echt aufpassen, dass mich nicht so ein Arschfisch aus dem Leben ballert. Was ist Scheiß in der Hand hier? Das sind diese Aasfresser, die freuen sich schon auf mich. Freut euch nicht zu früh. Also gibt es jetzt ein... was essen. Deswegen kann man irgendwie nicht viel rausholen. Was denn schon? Sich da hinwegschmatzt. Upschi. Upschi, klupschi. Die sind mal richtig nahrhaft, die Klubschis. Ein bisschen leid für sie. Sollten sie halt nicht so lecker sein. Okay, es gibt viele Sandsteinbrocken. Ich hab's verstanden. Ey, ficken. Titanium. Oh, noch eine Batterie mehr. Vor allem muss ich jetzt eh gleich eine verbauen. Das ist halt leicht irritierend. Ups. Noch ein bisschen Kupfer für, nur ein bisschen. Gefährlich, weil in diesen Höhen auch die Arschviecher sein können. Außen wird es gerade dunkel. Explosionsarschgeigen. Und da ich ja anscheinend Aversion gegen Speichern habe, können die tatsächlich sehr ärgerlich sein. Warum war es da eben so dunkel? Hier ist man aber so angespannt. Also jetzt geht's gerade, aber prinzipiell schon ein bisschen. So irgendwie, selbst wenn man solche Gebiete erkundet, die eigentlich gar nicht so gefährlich sind.
Aber hier gibt es Sandsteinbrocken. Ich habe so eine Vermutung. Titanium weggeschmissen, sehe ich gerade. Was ich für den Mehrzweckraum brauche. Gut, ich brauche woanders noch was, aber. So. So, das Scanner-Modul kann man natürlich mal rausnehmen. Aber ich kann jetzt das Stasi-Gewehr bauen. Was ich mal mit dabei haben möchte, ist die andere Frage. Bauen wir uns natürlich schon und dann mal abchecken, wie das so ist. Okay, ich möchte jetzt ganz gern. Die Sandsteinbrocken wieder loswerden. Motivational Note: Craig McGill crash landed in the acid swamps of Boreal 9, fought off arachnid kidney poachers and hijacked a tame Star Wall. If he can do all that, you can survive one more day. Welcome aboard, Captain. Danke für diese Motivationsansprache. Ich glaube auch, dass ich das kann. Wenn ich das jetzt ausmache, verschwindet das dann auch wieder, hoffentlich. Weil will ich dann doch nicht die ganze Zeit sehen. Vielen Dank. Ja, okay. Es wäre gut, wenn man es noch ein bisschen irgendwie steuern könnte. Einfacher, aber naja. So. Reichweitmodul haben wir auch noch nicht. Es hat 4 Plätze. Das, was wir zumindest noch bauen können. Wir haben das Sichtfeldchip, den habe ich. Kameradrohne haben wir ja 2 Stück. Reichweite und Beschleunigermodul habe ich auch. Jetzt haben wir noch 2 Slots irgendwie. Interessanterweise. So, ich baue jetzt mal den Mehrzweckraum noch. Observatorium, wie schön da. Ich will den Mehrzweckraum mal kleiner. It may be prudent to separate work and leisure spaces to maximize productivity. Treat this space as your home, but never forget that it is not. Ja, ich würde in echt auch gerne mehr meinen Arbeits- und Freizeitbereich trennen, aber bei Mietpreisen in München ist es ein bisschen schwierig. Aber danke für den Tipp. Ich würde sagen, wir haben eine ganze Menge erlebt jetzt wieder, noch in der Höhle, mit dem Aufsammeln. Wir haben so viel, also Sachen, die wir noch überprüfen müssen. In der nächsten Folge werde ich auf jeden Fall die ganzen PDA-Einträge lesen, die wir haben. Und wir haben auch andere Hinweise und. Wir haben eine Menge Sachen. Ich gucke mal meinen Mehrzweckraum an und schaue, was von den Bauplänen, die wir jetzt schon haben, irgendwie jetzt gerade noch sinnvoll ist. Weil da, glaube ich, gibt es noch 1-2 Sachen. Rechts können wir ein bisschen was rausnehmen. Diese 4 Sachen haben wir alle gebaut. Und dann werden wir den nächsten Schritt überlegen. Tatsächlich würde ich eine der Basen wahrscheinlich angehen, eine der Notrufe auch vielleicht. Weil ich auch hoffe, dass ich da irgendwas zu der Modifizierungsstation finde. Irgendwo auch vielleicht was zum Zyklopen. Also wir haben eine Menge Hinweise, ist das falsche Wort, aber so Fährten oder Wege, die wir gerne folgen wollen. Wirklich eine Menge. Da blinkt auch schon wieder das Com-Gerät. Also ich habe mindestens 3 oder 2 oder 3 Kommunikation empfangen, die ich verfolgen möchte. Ich habe bei der Degasi-Basis gefunden, ich habe PDA-Nachrichten und Koordinaten und auch Sachen gescannt und. Genug zu tun wie immer. Es ist Wahnsinn, was alles in dem Spiel steckt. Also ich habe auch nicht gedacht, dass das wirklich so umfangreich ist mit diesen ganzen... Also das Spiel überrascht mich von vorne bis hinten in allen Belangen.
ist das einfach so unfassbar geil. Und ich bin immer noch begeisterter als ohnehin schon. Und das schafft auch nicht jedes Spiel. Dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Zugucken. Sehen wir uns in der nächsten Folge, oder? Ich würde sagen, bis dann. Tschüss.